Corona-Gedanken wieder loswerden? Wie bekommen wir dieses Thema wieder aus unserem Kopf raus? Einfache Technik, große Wirkung. In Österreich haben wir mittlerweile 9 Millionen Virologen, Spezialisten, Wissenschaftler. Wir kennen uns aus, wir wissen, was Sache ist. Und in Deutschland sind es gar 10-mal so viel. Du hast recht. Bei einer Fußballweltmeisterschaft sind es in Österreich ja auch 9 Millionen Kapitäne und Trainer. Wir wissen ganz genau, wie es geht. Ja, stimmt. Durch dieses die ganze Zeit darüber reden, versuchen wir dieses Thema dann auch zu verarbeiten. Gelingt uns das wirklich oder ist es mittlerweile kontraproduktiv? Denn ein Naturgesetz besagt, alles, was Energie bekommt, wird größer, nicht kleiner. Wollen wir das wirklich? Und wenn wir die ganze Zeit über das Thema Corona reden oder denken, dann wird es wenigstens in unserem System, in unserem Denken größer, präsenter, weiter. Wollen wir das wirklich? Wenn wir uns diese eine Frage beantworten, dann kommen wir schon viele Schritte weiter. Kommt bei mir Energie beim Thema Corona oder fließt sie ab? Zweite Frage. Bin ich, wenn ich über Corona rede oder nachdenke, bin ich dann in einem Zustand der Fülle, der Freude, der Leichtigkeit, der Liebe, des Wow, was ich noch alles machen möchte, wie ich mich weiterentwickeln möchte, bin ich dann in diesem Zustand oder bin ich in diesem Zustand des Mangels, der Angst, der Unsicherheit, Krankheit, Leiden, schwierig, Problem? Wenn wir uns diese Frage ganz klar beantworten, dann kommen wir sehr viele Schritte weiter. Denn dann entsteht ein klares Bewusstsein, was wir uns selber mit diesem Thema antun. Die allermeisten Menschen sind bei diesem Thema im Mangel. Stimmt. Allerdings, wenn wir das erkennen, dass ich im Mangel bin, kann ich sofort switchen und sagen, nein, ich habe keine Lust mehr auf diesen Mangel. Ich gehe jetzt in die Fülle. In die Möglichkeit, in die Kreativität, in die Freude, in die Leichtigkeit, in die Liebe. Das kann ich für mich selber entscheiden. Das kann jeder für sich entscheiden. Jeder. Und zwar jede Sekunde. Und wenn wir das tun, dann richtet sich unser gesamtes System auf diese Frequenz aus. Und wir stehen nicht mehr in Resonanz mit diesem Mangelthema. Du wirst es merken. Wenn du aus diesem Mangelthema rausgehst, dann werden die Leute in dir nicht mehr die Möglichkeit finden, sich in diesem Thema zu suhlen. Du wirst leicht, entspannt, locker zu diesem Thema sein. Und du gibst nicht mehr die Bildfläche für Leid, Angst, Sorge und Unsicherheit. Und das ist genau das, was die Menschheit und die Welt jetzt braucht. Menschen, die in Freude sind, in Liebe, in Freiheit, in Leichtigkeit. Und dafür müssen wir einfach nur dieses Thema erkennen. Bringt es mir Energie oder verliere ich Energie? Bin ich in der Fülle oder im Mangel? Und wenn ich das weiß, dann handle ich danach. Und der Rest geht komplett von selber. Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche dir dein Leben mit Freude, Liebe, Leichtigkeit und Fülle in jedem Bereich. Für alles, was du möchtest. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon drauf. Pfiat dich!